Ich habe von umweltpolitischen Entwicklungen gesprochen, wie Zero Waste Initiative auf der europäischen Ebene. Und wir haben schon das Energieeffizienzgesetz angerissen. Diese rechtlichen Entwicklungen, das sind Faktoren, die zukünftig den Erfolg von morgen, sprich Ihre strategischen Überlegungen von morgen, entsprechend betreffen werden. Wenn man sagt, das sind jetzt Herausforderungen, neues Design, Ökodesign, längere Nutzungsdauer der Produkte sich zu überlegen, reparaturfreundliches Design. Also es gibt jetzt schon durchaus Ansätze und wissenschaftliche Forschungen und Arbeiten und auch Praxisbeispiele. Chancen haben insbesondere auch KMU. Sie haben keine gesetzlichen Verpflichtungen, aber auch Sie werden vielleicht durch Ihren Energieversorger in Zukunft angestoßen. Hast du nicht anrechenbare Maßnahmen, die ich für meine Verpflichtung entsprechend bei dir einkaufen kann? Dann ist das sicherlich auch ein Thema für Unternehmen, die kleiner als 250 Unternehmen, Mitarbeiter zählen, sehr, sehr interessant. Wie kann man sie nutzen? Zum einen über die Umweltmanagement-Norm, die ISO 14001, die viele von Ihnen schon kennen, oder auch die jüngere Norm ISO 50001. Sie ist keine Kopie der 14001, hat zusätzliche und speziellere Anforderungen, aber eines ist beiden gemeinsam. Der Umweltnorm geht es darum, die Verbesserung der Umweltleistung zu erzielen. Energie kann ein entsprechender Aspekt in Ihrem Unternehmen hier schon sein. Oder Sie gehen sozusagen ran an den Speck in medias res, direkt auf die Energieeffizienz mit der ISO 50001. In der Folge werden die Umweltauswirkungen geringer, Treibhausgasemissionen weniger. Aber das ganz Entscheidende, wenn wir auch über Chancen sprechen, ist Kostenreduktion. Und ich habe ein paar wesentliche Zahlen und Erkenntnisse aus dieser Studie Hidden Treasure von Bain & Company für Sie zusammengefasst. Was sind jetzt hier Schlüsselfaktoren, Erfolgsfaktoren? Und eins kam ganz klar raus an allererster Stelle, Energieeffizienz ist Chefsache. Und Energieeffizienz ist nicht nur eine technische Angelegenheit, die eine alte Anlage gegen eine neue auszutauschen, sondern sie ist auch und vor allem eine unternehmenskulturelle Frage. Die Analyse hat aber auch gezeigt, dass es wichtig ist, nicht punktuell zu analysieren, sondern erstmal den gesamten Wertschöpfungsprozess zu betrachten, vom Vertrieb bis zur Beschaffung und wieder zurück. Und dann über die wesentlichen Energieströme in der Organisation zu sprechen. Und die Studie sprach auch darüber, neue Umsatzchancen, Gewinnchancen zu bekommen durch die Entwicklung neuer Produkte, durch die Entwicklung neuer Serviceleistungen oder durch die Verbesserung bestehender Produkte. Die 50.000er spricht sehr klar vom Energieplanungsprozess. Das ist so ein zentrales Herzstück, dass ich Ihnen das noch kurz erläutern werde. Adressiert ganz klar die Ablauflenkung und die Instandhaltung, aber auch Energieeffizienzkriterien in der Beschaffung entsprechend zu formulieren. Sie gewinnen vier Größen als Ergebnis des Energieplanungsprozesses: die energetische Ausgangsbasis, Energieleistungskennzahlen, strategische und operative Ziele und Aktionspläne. Das ist das kleine Einmaleins der ISO 50001. Wenn ich Ihnen zum Schluss drei Dinge mitgeben darf, die aus meiner Sicht von diesen vielen Aspekten die drei wichtigsten sind, dann glaube ich, sollte uns motivieren: 2% höhere Profitabilität. Es ist Chefsache und ich gebe Ihnen mit auf den Weg den Energieplanungsprozess.